Hallöchen, meine lieben Leute, wir machen weiter mit Let's Play World of Warcraft im Steinkrallengebirge auf dem Weg nach Malakajin. Es wundert mich, dass wir hier nach unten geschickt werden und nicht weiter nach oben. Aber es kann natürlich sein, dass die Gebiete oberhalb im Steinkrallengebirge halt wirklich hauptsächlich der Allianz zugeordnet sind. Das ist was ich mir durchaus vorstellen könnte. Ich laufe übrigens jetzt gerade nicht an dem Questgeber absichtlich vorbei, beziehungsweise nicht unabsichtlich vorbei, sondern bewusst, weil ich aus dem Kampf gehen wollte. Ich wollte jetzt nicht mit dem Questgeber sprechen und die ganze Zeit diese Klippenstimme da an der Pobacke haben. Kraft und die Königin und ihr Hofstaat. Scholli Gunst. Dinge brechen auseinander. Scholli unglücklich. Jetzt Schollis Gefährtin umgebracht von Spinnen in Weberkuhle. Scholli will Rache. Helft Scholli, tötet Königin Sillith und ihre kleinen Spinnlinge. Für Schollis Gefährtin. Weberpass ist im Nordwesten, den Weg hoch. Geht. Für die Horde. Wieso spricht denn der wie so ein... Dödel? Ist doch kein Peon. Na ja, komm, jetzt schalte ich ihn aus. Jetzt schalte ich ihn aus, dem Klippenstürmer. Wenn er mir denn dann dreimal hier im Wege steht, dann ist er irgendwann auch mal genug und Schluss mit lustig. Execute. Ich bin außer Reichweite. Mir ist übrigens mittlerweile aufgefallen, ich bin ja jetzt schon längere Zeit 120 im BFA, Addon. Und ich habe ja meine, bei meinen Primärberufen, Bergbau und Kuschnerei gewählt, weil ich dachte, damit kann ich am meisten verdienen. Im Endeffekt ist es bei mir mittlerweile darauf hinausgelaufen, der Erkenntnisgewinn, den ich hier ziehen konnte, dass man mit Küchenereien Feuchten verdienen kann. Also ich weiß nicht, wie es passiert ist. Auf jeden Fall bekommst du mit Küchenereien so schneller und kurzer Zeit eine Unmenge an Materialien, die auch noch so unübersichtlich sind. Also gibt es irgendwelche grünen Gegenstände, irgendwelche... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Fülle an Gegenständen. Wenn du die ins AHA einstellst, wirst du zum einen von der Fülle wirklich erschlagen, weil das Scannen der Auktion einfach eine gefühlte Ewigkeit dauert. Und zum anderen ist es einfach so überschwemmt an Angeboten, dass die Nachfrage mehr als nur notwendig bedient wird und die Preise in dem absoluten tiefsten Keller sind. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich bin schon immer überlegen, ob ich mir tatsächlich Küchenerei verlerne und nochmal auf Kräuterkunde gehe. Weil ich glaube, mit Kräuterkunde kann ich im Endeffekt wirklich mehr Gold verdienen als mit Kirschen dann allemal auf jeden Fall. Also da muss ich mir wirklich noch, da werde ich mir nochmal Gedanken machen, ob ich das nicht eventuell swappe. Womit man ganz gut Gold verdienen kann in BFA ist, das heißt auch ganz gut, es ist auch keine Sache, wo man überragend viel Gold verdient, aber jetzt gerade geht's noch ganz gut, weil ich da teilweise bis 50 Gold pro Stück bekomme, und zwar sind das die Fische. Ja, mit den Fischen kann man ganz gut Gold verdienen, also das geht. Einfach muss man nicht mal unbedingt hinter den Schwärmen herfischen, sondern das reicht, wenn man einfach im Meer seine Angel da reinwirft und normale Fische fängt. Da kriegt man für einen Fisch, der nicht so begehrt ist, bekommt man, ja, ich weiß gerade gar nicht genau, 20, 30 Gold. Und für die guten 50 Gold. Und dann gibt es da noch so einen besonderen Fisch, das ist so ein seltener, ich glaube, weiß gerade gar nicht, Mondfisch oder so heißt der. Da kriegst du pro Stück 300 Gold für. Die sind allerdings auch sehr selten. Da kriegst du dann vielleicht, keine Ahnung, wenn du eine Stunde konzentriert angelst. Ja. Ich hab da gar keinen richtigen Grenzwert, weil ich meistens immer so unkonzentriert beim Angeln bin, weil ich das echt nur nebenbei mache. Also manchmal mache ich wirklich so, dass ich, wenn ich mir irgendwelche Lernvideos oder so anhören muss, dann konzentriere ich mich darauf und ab und zu schmeiße ich dann immer nochmal die Angel rein, wenn ich dann schon dabei bin. Und da, ich habe aber keinen richtigen, oder abends beim Film gucken oder so ein bisschen nebenbei, da konzentriert man sich ja nicht richtig drauf. Ich bin ja immer noch nach wie vor auf der Suche nach einem Addon, das mir irgendwie nicht unbedingt ein Tonsignal, aber irgendwie so eine rote Alert-Farbe auf dem Bildschirm wirft. Keine Ahnung, so eine Warnung, ist Fisch hat angebissen. Dass dann irgendwie so ein Mini-Button leuchtet, der mir signalisiert, es hat ein Fisch angebissen. Aber so ein Add-on gibt es bis jetzt nach meiner Kenntnis nicht. Und das ist sehr schade. Das ist wirklich sehr schade. Also,
Ich weiß nicht, alle, die angeln, in-game mal geangelt haben, die kennen das Problem, wenn man abwesend ist, so einigermaßen. Das passiert beim Angeln halt sehr, sehr schnell, weil es halt eine stupide Aufgabe ist. Und wenn man da mal für gerade wenn man so zwei Monitore hat, ne, wenn man dann mal ein Sekündchen mit beiden Augen auf dem anderen Monitor ist, dann kann es ganz schnell passieren, dass man den Moment, in dem der Fisch angebissen hat, und dann zuckt ja immer der Schwimmer für eine Sekunde oder so, für eine halbe Sekunde, dass man den verpasst hat. Und dann kann man entweder seinem Gefühl trauen, wenn man dann so in einem hinteren Auge gesehen hat, ah, da könnte es gezuckt haben, aber man ist sich nicht sicher. Dann kann man das Risiko eingehen, ja, ich nehme jetzt den Fisch und gehe davon aus, dass es gezuckt hat. 70-80% der Fälle ist das dann immer, eine Fehleinschätzung. Oder ich gehe halt gar nicht dran, also ich lasse den Fisch auslaufen und in der Hoffnung, dass es einfach noch nicht gezuckt hatte. Und dann besteht aber immer noch die Gefahr, dass tatsächlich einer vorher angebissen hat und der dann einfach wieder abspringt. Das ist eine ganz ungünstige Situation, weil das Angeln eigentlich einem nicht erlaubt, so AFK zu gehen, wie man es gerne möchte, für diese Art stupider Farmberuf. Ja, aber dafür kann man halt Gold verdienen, indem man sich an einer Position platziert, jetzt gerade jedenfalls im VFA, einfach irgendwohin an irgendein Gewässer und die Angelrute einfach stupide ins Wasser wirft. Und mit einem Mausklick kommt man da seine paar tausend Gold die Stunde, ohne dass man da wirklich jetzt irgendwie großartig irgendwelche Ortswechsel vollziehen müsste. Also es ist eine Möglichkeit, um mit wenig Aufwand an viel Gold zu kommen. Dezent viel Gold. Und was mir übrigens auch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass wir gerade so ein bisschen Deflation haben. Das heißt, Gold wird wieder mehr wert. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil die Leute im Moment woran mag das liegen? Weil sie viel Gold gerade ausgeben. Ich weiß es nicht. Dafür sind mir die Mechanismen, auch Mechaniken gerade auch gar nicht so bekannt. Was sorgt für Inflation und was sorgt für Deflation? Das interessiert mich auch eigentlich. Ich gucke jetzt gerade bei Wikipedia, Konsum- und Investitionszurückhalten, Vermögensdeflation, Kreditdeflation, Lohndeflation. Ich habe kein BWL studiert. Ich bin froh, dass ich in dem Zeitraum, wo ich mal Wirtschaft an der Uni hatte, meine paar Wirtschaftsvorlesungen, einfach in Wirtschaftswissenschaften, Steuerrecht, was war es noch, Unternehmensführung hatte ich auch, was war es noch, das kann ich gar nicht mehr alles sagen. Einiges von diesem Wirrwarr. Also, der ganze Wirtschaftsschmarrn hat mich nie wirklich gereizt. Und ich bin bis heute froh, dass ich mich nicht für einen BWL-Studiengang entschieden habe. Aber BWL war für mich irgendwie auch irgendwie nie eine Frage. Es war immer so ein bisschen verpönt bei mir. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Mathe lag mir früher immer. Aber ich bin im Nachhinein wirklich froh, dass es mich nicht auf diese Wirtschaftsebene getrieben hat. Wirklich, wirklich, wirklich froh. Scholli immer noch nicht sehr glücklich, aber Scholli wird euch für Tat belohnen. Ja, danke. Da sieht man, Rache macht nicht glücklich. Na, da hat wieder einer. Eine Donnerechse, einen Klippenstürmer, Verzeihung, erledigt. Und warum killt ihr denn hier alles? Was soll das denn? Gibt es hier eine Quest, wo man Widder erledigen muss? Nehme ich mal alles mit. Aber das sieht mal einer an. Nochmal eine Kupferader. Selten genug. Okay, hier ist Allianz. Und da gehe ich mit Sicherheit nicht weiter. Also so wie es mir im Moment scheint, ist Steinkahlengebirge wirklich anscheinend
Primärgebiet der Allianz, so nach den Stützpunkten bis jetzt. Ein paar mickrige Hordenquests hatten wir jetzt schon, aber dass es hier mal so richtig abgeht. Fehlanzeige. Ach, komm mal. Du dämlicher Grimm-Totem, du bist ein Tauren, du bist eigentlich genauso wie ich und greifst mich hier an, du miese, kleine, giftige Kreatur. Fahr doch zur Hölle, bitte. Dankeschön. Mistviech, dreckiges, mistiges. Ach, nee, schau mal einer an. Nach Jahren der Abstinenz haben wir jetzt endlich eine Ability, um Cast zu unterbrechen. Meine Fresse, das war auch mehr als nur mal an der Zeit. Immer die ganzen Dungeons, die wir besucht haben, und immer konnten wir da nicht irgendwie mal einen Cast unterbrechen. Gefühlt, früher hast du aber Tritt oder so eine Ability, womit du den Cast unterbrechen konntest von einem Gegner. Das ist eine der ersten Abilities, die du bekommen hast. Und jetzt dauert das echt 25 Level lang fast, bis du dann irgendwann mal die Möglichkeit, abgesehen von deiner Volksfähigkeit, dem Kriegsdonner, die Möglichkeit bekommen hast, da irgendwas zu unterbrechen. Das ist richtig, richtig räudig. Ganz ruhig. Augen und Ohren, Malakajin. Wie ich sehe, schickt Kromgar die Bestie. Gut, wir haben viel zu tun. Die dreckige Allianz hat ein Abkommen mit den Grimm-Totems unterzeichnet. Jetzt müssen wir die Angriffe beider Streitkräfte abwehren. Wir haben nicht genügend Soldaten im Hochwipfeltal und können es nicht mehr lange gegen die konzentrierten Angriffe unserer Feinde verteidigen. Wir haben nur eine Hoffnung. Voodoo. Der Voodoo, Stürmerherz. Mit Voodoo könnte es unseren Truppen gelingen, den Angriff der Grimm-Totems zurückzuschlagen. Allerdings brauche ich verschiedene Zutaten, um diese schwarze Magie zu wirken. Die erste Zutat auf meiner Liste ist das Herz eines Klippenstürmers. Jetzt wissen wir auch, wofür man die Klippenstürmer hier erledigen muss. Die Bestien sind fast ausgerottet, aber in dieser Gegend gibt es noch ein paar. Findet eine und erbeutet ihr klopfendes Herz. Mann sieht sich. Der Voodoo, Widderhörner. Und jetzt haben wir die Frage, warum die Widder erledigt werden sollen. Um den Voodoo zu wirken, brauche ich besondere Reagenzien. Bringt mir Hörner der Steinkrallenwidder in dieser Gegend. Ohne die Hörner sind wir erledigt. Haltet euch vom Voodoo fern. Redet mit mir. Und hier gibt's auch nochmal. Oh, kein Kampf auf leeren Magen. Man ist, was man ist, ist der beste Spruch, den ich jemals aus Supernatural gelernt habe. Die Truppen sind hungrig. Seit unsere Nachschublinien abgeschnitten wurden, gehen uns die Vorräte aus. Ich kann den Soldaten ein Festmahl zubereiten, wenn ihr mir einige Zutaten besorgt. Begebt euch in die Wälder westlich von hier und sucht nach Nestern der Kalimdor-Adler. Stehlt die Eier aus den Nestern und bringt sie mir. Man sieht sich. Das sind jetzt drei publige Quests, die wir hier aus Malakajin bekommen. Nicht aus Malakajin, sondern aus Malakajin. Das ist einfach gesagt, so gut wie gar nichts. Ja. Wenn ich mich da an andere Questgebiete erinnere, wo ich teilweise mit 8-9 Quests losgezogen bin, um die zu erledigen, dann kommen mir doch hier diese drei Quests, die wir jetzt hier bekommen haben, echt erbärmlichst vor. Schwarze Grotte. Könnten wir auch gehen. Hm. Das ist oh. Zu weit entfernt. Oh. Ich brauche ein Ziel. Er hat's gezähmt. Oh. Warum zähmt er das denn, der Mistkerl? Ich bin außer Reichweite. Das Horn bekommen. Wieso fängt man sich so eine dämliche Donner-Echse? Ich finde die. Wobei, ich habe, glaube ich, auch mal irgendwann mal eine gefangen. Aber ich finde persönlich, dass diese Pets vom Hunter
umso größer und klobiger die werden, umso mehr buggen die da teilweise rum. Also ich habe da wirklich die Erfahrung gemacht, dass so kleine agile Pets irgendwie besser sind. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Einbildung, dass man sich einbildet, irgendwie umso größer das Mount, umso größer das Pet, umso mehr hält es aus irgendwie. Viel hilft viel nach dem Motto, aber dem konnte ich bis jetzt nichts abgewinnen. Liebe Leute, ich mache hier Pause. Wir hören uns bei der nächsten Folge, wenn ihr wollt, wieder. Und bis dahin, macht's immer gut. Ciao.